In Essen sind die diesjährigen Grimme-Preisträger bekannt gegeben. Zum vierten Mal wird Olli Dittrich geehrt, diesmal für die WDR-Produktion Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Den Preis für journalistische Leistung verlieh die Jury dem SWR für Tödliche Exporte, eine Multimedia-Dokumentation über deutsche Waffenexporte nach Mexiko. Der Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis.